Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und jo, wir haben das, ich habe das soweit hinbekommen. Nee, Quatsch, Blödsinn. Ich habe den anderen Acker fertig gemacht. Da habe ich das Unkrautvernichtungsmittel weiter ausgebracht. Diese Spritze hier, die ist noch nie benutzt, sieht aus wie Sau. Das liegt daran, dass ich mit der quasi über eine Wiese gefahren bin und hier offensichtlich irgendwie realistischer Matsch oder sowas am Start ist. Und das deswegen so kurios aussieht. So. Aber wir haben 10 Grad. Nicht um 12, sondern erst um 14 Uhr. Und Sensor anschalten. Und hier wollen wir jetzt Mais legen. Ja, du hast keinen Zugang zu diesem Land, ich weiß. Das heißt, einen Teil fahren wir alleine, den Rest lassen wir mit Helfer machen. Funktioniert auch. Ich habe hier 3 Felder zusammengelegt. Gekalkt ist. Jetzt wird hier Mais eingesetzt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, blöderweise, aber passt schon. Und es wird auch Dünger dazu gepackt, sodass hier die Bodenwerte passen. Hier in der Mitte, da sieht man jetzt diesen orangen Reifen. Ursprünglich mal die Trennung zwischen den beiden Feldern. Aber ich denke, so nach und nach wird er auch verschwinden und das Ganze wird angepasst. Genau, 3 Felder sind es insgesamt, die wir hier zusammengelegt haben. Hier oben wächst schon das erste Unkraut, aber das pflügen wir jetzt direkt mit unter. Auf der Karte sind diese Felder natürlich immer noch als 3 Felder zu erkennen, ne? Übrigens an dieser Stelle schon mal Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So. Schau mal, hier der nächste orange Streifen, nächste Trennlinie. Also es wird schon ein großes Feld und hier wird es viel Mais geben. Was ich schade finde, da werde ich allerdings noch versuchen, mal einen Mod zu finden, ob man irgendein Skript oder sowas bekommt, mit dem Helfer auch Unkrautvernichter auf die Felder bringt. Das tun sie nämlich nicht. Ja. Hier hinten haben wir auch Platz genug zum Ausheben. Macht das immer so ein bisschen überlappen, macht ja nichts. Da, wo was liegt, sät er sowieso nicht mehr. Es dauert vielleicht ein paar Minütchen länger, aber weit. Alles okay. Dann sieht das Feld nachher vernünftig aus und komplett voll mit Mais. So viel Popcorn machen. Nein, wir wollen natürlich Silage davon machen. Wir haben ein Fahrsilo. Mal sehen, ob ich noch eine Wiese dazu kaufe und dann noch ein zweites Fahrsilo dazu baue oder eins dann verkaufe und keine Ahnung was. Nur vielleicht ein bisschen umgestalten.
so schöne alte Hölzer, die könnte man da vielleicht für nehmen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Dann gucken diese ganzen Futterstationen und so weiter, ob man das unbedingt benötigt, dass man diese Kaufträger sind, das glaube ich, auf dem Hof hat. Da muss ich mir mal anschauen, was wir da haben. Oder wir schauen es uns gemeinsam an, wie auch immer. So, ich muss hier ein bisschen rüber. Es ist schon eine Riesenfläche, die wir uns hier zusammengebastelt haben für Mais. Unglaublich. Was ich hier noch reinholen werde für einen Mod, den habe ich, glaube ich, irgendwie verdengelt. Der raussuchen, da ist ein Futtermischer. Futtermischanlage. Gerade wenn wir den Stall voll haben, eventuell noch weiter ausbauen, macht das dann schon Sinn. Sache ist natürlich auch, alleine sollten wir uns nicht zu viel Arbeit aufhalsen, weil man wird es letztendlich nicht schaffen. Das ist das Problem dabei. Jetzt sehr weit hier. Ah, sing nicht, mach hin. Irgendwie sieht das ein bisschen schief aus, das Ganze. Und natürlich gleich mal Folgendes machen wir, dass wir die nächste Tour mal den Helfer fahren lassen, die nächste Strecke. Hier wieder eine gerade Linie reinbekommen. Wir haben jetzt gerade Halbzeit. Ich denke mal, wir könnten das sogar in dieser Folge komplett mit dem Feld. Sieht gut aus eigentlich. Viel, viel Arbeit. Mir graut jetzt schon davor, wenn wir das hier häckseln. Auch die Frage, ob wir da nicht dann sogar zwei oder drei Häcksler einsetzen. Und entsprechend eventuell mit dem 500.000 Liter Anhänger abfahren. Meinem Mogel-Anhänger. Da muss man mal gucken. Ja, ich glaube, für den Rückstrecke gleich setzen wir mal wirklich den Helfer an. Der hier wieder eine gerade Linie reinzieht. Ganz schöner Knick drin. Ganz schön Mais drauf, ne? Dünger weniger, aber tatsächlich Mais ohne Ende. Folgendes tun wir mal. Frage ist, was wir da machen. Wir fahren mal erstmal, würde ich sagen, auf dieser Schiene hier. Auch wenn es jetzt sehr, sehr weit überlappt.
Helfer drauf. Muss ich vor allem den Mais nicht nachtanken. Gucken wir euch mal ein bisschen bei der Arbeit zu. Ist ja auch mal ganz nice, oder? Das mal so aus dieser Sicht zu sehen. Wer fährt denn da? Justav? Ja, sehr diszipliniert, konzentriert. Oh, passt schon. Ja, guck hier, gerade Linie, passt, perfekt. So soll das sein, so will ich das haben. Und wie gesagt, ich bin hier leider ein bisschen schief gefahren. Da vorne ist auch gleich irgendwo ein Knick drin. Wir gucken uns derweil ein bisschen die Gegend an. Da hinten ist eine Burg, da könnten wir auch mal versuchen hinzufahren. Mal gucken, wie die ist. Ah, guck mal. Guck mal, wie wenig das hier, wie schief ich hier gefahren bin, ey. Unglaublich. Sehr, sehr überlappend jetzt an der Stelle, ja. Deswegen ist ganz gut jetzt so, dass wir das so weitermachen. Ja, was machen wir dann in den nächsten Folgen? Wir müssen mal gucken, ob ich eventuell Tierfutter dann schon mal kaufe, dass wir vielleicht auch ein paar Kühe uns zulegen. Dass wir schauen, wie wir das Stroh in den Pferdestall bekommen, weil irgendwas haut da nicht hin. Ich hatte vorgespult, da ist trotzdem Stroh drin. Mehr geht da nicht rein. Finde ich ein bisschen eigenartig das Ganze. Können wir gleich mal hinlaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit tatsächlich. So, machst du weiter? Ja, wa? Dann können wir nämlich quasi... Ja, ich gehe an die Seite. Ich gehe an die Seite. Wie gesagt, Platz genug ist. So haut das hin. Guck mal eben, ob der die Kanten abfährt, also diese Übergänge abfährt. Aber ich glaube schon, das hat eigentlich mit dem Kalken und so weiter auch funktioniert. Von daher gehe ich mal davon aus, das haut hin. Hier wäre so eine Stelle, so ein Übergang. Wir können auch natürlich von hier mal ins Tiermenü reingucken. Großer Pferdestall, Strohpellets, 635 Liter. Da werde ich gleich versuchen, was reinzupacken. Hafer ist da gar nicht mehr drin. Gras auch nicht. Heu nicht. Karotten nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. 8 Pferde sind da drin. Jo, er macht das. Der große Stall. Ja, hier, wie gesagt, die Dinger. Das müssen wir mal gucken, ob wir das behalten oder nicht. Zu Stall, der muss hier irgendwo sein. Ah, hier wächst auch schon Unkraut. Hier können wir dann auch drüber mit dem Unkrautvernichter. So. Reitanlage. Hier ist der Stall. Ah ja. Ich finde es gerade interessant, dass... Ja. Ich hatte in das Ding hier... Ich hatte da Ballen drin.
Gestern Abend konnte ich ihn nicht einfüllen, jetzt ist er weg. Also offensichtlich entlädt sich der tatsächlich von selbst hier. Mit anderen Worten, ich fahre jetzt zum Hof, ich hole mal Stroh nach, wir werden auch Butter nachholen, aber ich glaube, das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Genau, das war mir klar, dass das nicht passt. Denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch in diesem Sinne einen angenehmen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier vielleicht Tierfütterung machen. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt erst einmal so durchziehen. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut.